Ja, im Grunde genommen produzieren wir jetzt in den nächsten Wochen hier in Bayern und München für den Film Smoke in a Tunnel. Das ist die Kaprun-Katastrophe, das im Jahr 2000 am 11. November passiert ist. Und die Marietta Ivanko aus Ruppolding, die hatte auch eine ganz tolle Rolle dafür bekommen, managt unter anderem auch die Location in Traunstein, wo es dann am 15. November eben einen Ski House Opening gibt und gleichzeitig eine Produktion für diesen Film. Am 15.11. in Traunstein ist eine tolle Show geboten, und zwar eine Modenschau auf einem endlosen Förderband. Das muss man sich so vorstellen, dass die Models eben auf der Stelle laufen, weil es so eine einzigartige Technik ist, dass es machbar ist. Und da kann man ja verschiedene Figuren einbauen, turnerische Elemente, eine einzigartige Show eben bieten. Und unter anderem wird dort eine Freestyle-Show auch sein an dem Abend und auch ein Publikumswettbewerb. Und zwar geht es um einen Weltrekord, der liegt bei 146 Schwüngen in 30 Sekunden. Und mal schauen, wer den toppen kann. Ja, ich war ja damals selber an dem Tag in Kaprun am gleichen Einstieg und habe mir damals gedacht, na, so viele Leute, da gehe ich mal lieber rauf zur Gondel, zeig gleich, wie damals die Katastrophe passiert ist. Riesenglück gehabt, und ich habe auch bis heute noch die Liftkarte von dem 11. November 2000 bei mir zu Hause liegen. Damals haben wir uns eben gedacht, das Ganze mal zu verfilmen, die ganzen Ski-Akrobatik-Geschichten mit Dreifachsaltos, fünf Schrauben und so weiter. Passen natürlich ganz toll zu einem Spielfilm, sensationelle Aufnahmen und natürlich auch eine ganz kleine Doku dazwischen, wie das Ganze passiert ist. Ist eine aktuelle Sache, weil nach wie vor so viele Schadensersatzklagen ja in den USA sind, aber auch in Deutschland noch. Die Regierung Österreich will ja keine Haftung übernehmen, aber auch nicht die Gletscherbahn Kaprun. Und wir haben uns gedacht, weil diese Filmproduktion sehr viel Geld gekostet hat mit 3D-Technik, 35mm Filmsequenzen, dass wir von dem Gewinn 10% an die Familienopfer zurückzahlen, damit da eine gewisse Gerechtigkeit entsteht. Und bisher läuft die Produktion auch sehr erfolgreich, da ja die Filmsequenzen bereits über Footage Bank in Los Angeles vertrieben werden und 80% von den Kosten bereits amortisiert sind. Und nächstes Jahr dann am 15. November oder 11. November kommt das Ganze in den Kinos in den USA und hier in Deutschland.